Mein Herr, das ist ein Überlebender aus... Ich weiß, Robert. Sag, mein Junge, was genau ist geschehen? Konntest du die Flaggen der Angreifer erkennen? Und gab es noch Überlebende? Herr, ich weiß wirklich nicht, wer sie waren, aber es waren sehr viele. Unzählige Banner wehten auf den Hügeln über Scarlets. Die Schlechter sprachen eine ziemlich merkwürdige Sprache. Sie brannten Scarlets komplett nieder. Viele suchten in der Burg Schutz. Ich schaffte es nicht. Also musste ich fliehen und dabei riefen sie mir zu, ich solle euch warnen. Bei diesen Tataren, wie sie der Junge nannte, könnte es sich um Sigismunds Kumanen handeln. Sie kamen wohl von Osten aus nach Ungarn und bilden nun den Kern seiner Armee. Seit der Plünderung von Kuttenberg scheint er eine Leidenschaft für gestohlenes Silber entwickelt zu haben. Scarlets ist klein, Herr. Wenn Sigismund angreift, haben sie keine Chance. Wohl wahr, Herr Robert. Mit unserer kleinen Garnison können wir ihnen nicht helfen. Selbst wenn wir es riskieren würden. Denkst du, wir sind als Nächste dran? Möglicherweise. Wie ist dein Name, Junge? Ich bin Heinrich, der Sohn vom Scarlitzer Schmied. Ich kenne ihn. Hat es auch in die Burg geschafft? Mein Beileid. Jetzt liegt es in Gottes Hand. Niemand sonst kann uns helfen. Also dann, vielen Dank, du hast dein Leben riskiert, um uns zu warnen. Robert, kümmere dich bitte um Heinrich. Verschaff ihm ein gutes Essen und etwas Ruhe. Ja, Herr. Und bring alle Menschen hinter die Mauern. Wir müssen auf das Schlimmste gefasst sein. Triff alle nötigen Vorkehrungen. Wie du befiehlst, Herr. Ach Gott, tut mir der Magen weh. Der Charakter und die Fähigkeiten des Spielers werden von den Werten, Fertigkeiten und Spezialisierungen festgelegt, die du im Tab Spieler findest. Heinrich entwickelt seine Fähigkeiten konstant weiter, indem er sie einsetzt. Alle paar Stufenaufstiege kann er selbst ein paar Punkte verteilen. Ich habe Charisma und Redeskunst verloren. Ein bisschen. Ah nee, stimmt gar nicht. Er kann nicht selbst Punkte verteilen, sondern wahrscheinlich kriege ich hier unterschiedliche Fähigkeit noch dazu. Hauptstufe. Erste Hilfe. Erlaubt es dir, Verbände anzulegen. Du kommst 30% länger ohne Essen aus. Sprich mit Herrn Robert. Habe ich jetzt schon geschlafen? Auf jeden Fall habe ich erstmal Hunger. Nun gut. Aber kauf ein paar Fässchen Wein, wenn dein Tagwerk erledigt ist. Auf mich ist Verlass, Herr. Hier ist ein privater Bereich. Also ich habe die andere Burg ja nicht von innen gesehen, aber die hier sieht doch ganz nett aus. Hey, pass auf. Rüpel. Oh. Oh Gott. Essen. Essen. Du hast dich wacker geschlagen, Junge. Ich bedauere deinen Verlust. Du musst entkräftet sein, also geh in die Küche und iss etwas. Kummer ist mit vollem Magen leichter zu ertragen. Ich hörte von deinem Vater. Man sagt, er wäre ein Schwerschmied, der aufs Land zog. Obwohl, hätte ich nichts einzuwenden. Ich verstehe nicht, warum er sein Talent so vergeudete. Er genoss einen sehr guten Ruf. Wahrlich ein großer Verlust. Möchtest du mir nicht was zu essen geben?
Ah, meine Herrin. Du hast Glück. Herrin Stefanie von Tallenberg beehrt uns mit ihrer Anwesenheit. Ich fühle mich geehrt. Das ist also unser tapferer Recke? Sei willkommen. Bojena hier wird sich um dich kümmern. Du musst doch sicher müde und hungrig sein. In der Tat. Wie könnte er es nicht sein, der arme Junge? Nach allem, was er durchgestanden hat, muss er einen Bärenhunger haben. Habe ich recht, junger Herr? Das hier ist für dich. Iss so viel du willst. Und etwas Wein zum Runterspülen? Hab Dank, Herr. Wenn du hier fertig bist, gesell dich zu den Stallburschen in die Vorburg. Nein, das wird nicht reichen, Herr Robert. Nach allem, was er durchstehen musste, verdient er ein richtiges Bett. Er soll in der Wachstube auf dem Vorplatz schlafen. Gewiss, Herrin. Der junge Heinrich ist ganz sprachlos von eurer Großzügigkeit. Ja, ja, hab Dank, Herrin. Möge Gott euch für eure Güte belohnen. Iss dich ruhig satt. Du bist in guten Händen, also werde ich euch nun verlassen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, Herrin. Ist das die Frau vom Fürsten oder die Tochter? Wenn du fertig bist, kannst du dich in der Schlafkammer der Wachstube schlafen legen. Und vergiss nicht, die dreckigen Stiefel auszuziehen, bevor du dich ins Bett legst. Und mein blutiges Hemd? Kriege ich vielleicht neue Klamotten? Wachstubenklamotten? Kämpfe für die Burg. Ich bin ein fähiger Schwertkämpfer. Erstmal einfach alles nehmen, oder? Und ohne zu essen werden wir immer schwächer. Oh, komm mal, gebratene Ente. Gib mir einfach alles. Etwas zu essen. Heinrich meckert sogar, wenn er Hunger hat. Warum auch nicht? Aber hinsetzen muss ich mich nicht, ne? Ich schieb mir einfach die ganze Linsensuppe auf einmal ins in mich rein. Oh, guck mal, da ist auch noch Käse und Brot. Okay, das wäre jetzt stehlen. Dann lassen wir es erstmal. Und ich esse einfach bei der jungen Dame aus dem Topf. Die vorhin bedeutend älter wirkte. Ah, hör schon auf. Obwohl, gegen den Happen hätte ich nichts einzuwenden. Einen Gegenstand kochen haben wir nichts. Und ich bin immer noch nicht satt, obwohl ich jetzt gerade aus dem Topf gegessen habe. Gerade wurde auch gesagt, dass gewisse Gegenstände länger frisch halten. Und eine gebratene Ente. So, jetzt bin ich nur noch müde. Pass auf, wo du hingehst. Hä? Ich hab dich gar nicht gesehen. Du bist der Kerl aus Garitz? Oh, pass auf, was wo du in hingehst. Herrgotts Namen ist dort geschehen? Es war ein sonniger Tag, bis Sigismund mit seiner Armee kam. Ich sah ihn da sitzen mit seinem roten Bart und dem hochmütigen Blick, als er den Angriff befahl. Oh nein. Ich lief mit den anderen zur Burg. Hinter mir hörte ich die Schreie der Angreifer und der Verwundeten. Dann drehte ich mich um und sah, wie mein Vater versuchte, Mutter zu retten. Sie wurden beide getötet. Das Tor war schon geschlossen. Von den Zinnen riefen sie mir zu, ich solle fliehen und euch warnen. Mit Gottes Hilfe gelang es mir. Mein Gott, wie grauenvoll. Du hattest Glück zu überleben. Und danke für die Warnung. Ich werde für bessere Zeiten beten. Ja, denn Beten hat schon immer alles gelöst.
da draußen irgendwo lauert der Feind. Da bin ich mal gespannt, wie das nachher ist, wenn man ein bisschen in der Welt unterwegs ist und halt auf die zwischendurch mal trifft. Auf jeden Fall gibt es hier irgendwo noch ein Quest. Das sieht aber so aus, wenn das eher in der Stadt wäre. Aktivitätengeber. Hä? Also wenn ich nichts zu tun habe, gehe ich zum Aktivitätengeber. Und der gibt mir neue Sachen. Ich habe bestimmt die Tür verpasst, wo ich hätte reingehen müssen. Mhm. Sind wir jetzt über dem Tor? Ja. Das ist der Tormechanismus. Ja, tut mir leid. Ihr habt mir geholfen und jetzt bestehle ich euch ein bisschen. Die Pfeile braucht ihr eh nicht. Die kann ich viel besser gebrauchen. Ein Schloss, was sehr leicht zu knacken ist. Bin voll der Supergefangene. Nicht Gefangene, sondern der, Du bist ein Dieb. Ich hab dich gesehen. Ich dich nicht! So schnell wirst du die Sache nicht vergessen. Um das zu bereinigen, musst du einiges hinlegen. So behandelt man keinen von Herrn Ratzigs Männern. Nicht auszudenken, was er tut, wenn er das erfährt. Na und? Das Gesetz gilt für alle. Was? So viel habe ich nicht dabei. Zahlst du nicht, geht's in den Kerker. Dann sperr mich ein. Dort wird's dir gefallen. Ist genau der richtige Ort für solche wie dich. Und rück das Diebesgut raus. Oh nein! Du kannst gehen. Was? Im Ernst? Herr Divish will unseren Held nicht eingesperrt lassen. Großartig. Geh schon, du Dreckskerl. Aha. Desto schwerer das Verbrechen wiegt, desto länger werden sie sich an mich erinnern. Und ich war mit meinem Schwert eingesperrt. Tja, tut mir leid, dass ich ein ganz schöner Verbrecher war. Ah, hier darf ich schlafen. Oder auch nicht? So, ich glaube, das Bett ist gemeint damit. Ja, es sieht sehr gut aus. Dann schlafen wir jetzt erstmal. Oh ja, ich habe meine dreckigen Stiefel übrigens anbehalten. So, wie lange möchtest du denn gerne schlafen? Können wir sehen, wie viel Energie wir bekommen. Komfort ist 80% und wie satt wir sind. Also schlafen wir bis 6 Uhr morgens. Ja, es wäre... Wir schlafen einfach 8 Stunden. Und die Zeit vergeht. Aber nach 2 Stunden passiert irgendwas. Heute werden die Wachposten verdoppelt. Haltet die Augen offen. Wenn ihr irgendetwas Ungewöhnliches seht, meldet es sofort. Verstanden? Ja, Herr!
Ich bin es, Heinrich. Vergib mir die Störung. Ich hoffe, ich habe dich nicht geweckt. Oder doch? Herren. Nein, nein, ich war eh wach. Was führt dich zu dieser späten Stunde hierher? Ich dachte, du könntest etwas Wein vertragen. Das ist genau das Richtige, um einzuschlafen. Hab Dank, Herrin. Hab Dank, wirklich. Aber das hättet ihr nicht... Ihr hättet auch einen Diener schicken können. Das hatte ich vor. Aber, um die Wahrheit zu sagen, konnte ich auch nicht schlafen. Bei meinem Gebet musste ich an dich denken. Es war bestimmt schrecklich für dich. Ich kam, um dir Trost zu spenden. Um dir zu sagen, dass du nicht allein bist. Wie nett. Danke, Herrin. Kein Problem. Nun, Heinrich, ich weiß, das muss für dich alles neu und seltsam sein. Aber fühl dich bitte wie zu Hause. Also sorge dich um nichts außer um deine Genesung. Nur Gott allein weiß, was du alles durchgemacht hast. Ich weiß, was es heißt, allein auf der Welt zu sein. Wenngleich dein Verlust viel schwerer wiegt. Mit Gottes Hilfe verflüchtigt sich der Schmerz mit der Zeit. Darüber zu sprechen kann sehr hilfreich sein, wenn dir danach ist. Du könntest recht haben, Herrin. Ich erzähle dir davon. Es war schrecklich und kam unerwartet. Ein Tag wie jeder andere. Vater schickte mich für Besorgungen ins Dorf. Ein Kerl namens Kune schuldete meinem Vater Geld und ich sollte es eintreiben. Nur dachte der nicht daran zu zahlen. Es ging hitzig zu, wie so oft, wenn Geld im Spiel ist. Doch Kune blieb stur und weigerte sich weiterhin, das Geld rauszurücken. Vater war viel zu gütig, einem solchen Lumpen einen Kredit zu gewähren. Oh. Als ich alles erledigt hatte, eilte ich nach Hause. Ich hatte Vater versprochen, ihm bei der Arbeit zu helfen und freute mich schon darauf. Er schmiedete Herrn Ratzig ein Schwert. Das Schwert hatte Form angenommen, als Herr Ratzig vorbeikam, um es zu begutachten. Er lobte Vaters Geschick und sagte, er könne seinen Lebensunterhalt auch in Prag oder Wien verdienen. Tatsächlich? Aber Sigismunds Horde wartete schon am Horizont, bereit anzugreifen. Ein Heer stand versammelt. Fahnen wehten im Wind, die Rüstungen glänzten im Sonnenlicht und die Rösser wieherten ungeduldig. Sie warteten darauf, dass Sigismund das Zeichen zum Angriff gab. Wie furchtbar! Und dann brach der Tod über Skalitz herein. Ja. Vater sagte, dass ich gehen und in der Feste Schutz suchen solle, während er Mutter holt, die im Dorf war. Und dann sah ich, wie er einen Kuman nach dem anderen niederstreckte. Ich habe ihn noch nie so kämpfen sehen. Doch dann bemerkte ihn der Anführer von Sigismunds Horde und ging auf ihn los. Ein Ritter in voller Rüstung. Er erschlug meinen Vater und wandte sich dann meiner Mutter zu, um sie kaltblütig zu ermorden. Armer Junge, möge der Herr ihren Seelen gnädig sein. Ich lief wie unsere Nachbarn zur Burg, doch ich schaffte es nicht. Ich musste einen anderen Weg finden. Die Männer auf den Zinnen riefen mir zu, nach Thalmberg zu fliehen und euch zu warnen. Zum Glück kannte ich einen verborgenen Pfad um die Burg. Ich brauchte ein Pferd, um nach Thalmberg zu gelangen und euch zu warnen. Und den Ereignissen zum Trotz hast du an andere gedacht, wie ein aufrechter Christ. Dann hörte ich einen Schrei. Theresa, das Müllermädchen, war von Kumanen gefasst worden, die sich schänden wollten. Ich hatte Herrn Ratzigs Schwert, und obwohl sie in der Überzahl und gut gerüstet waren, musste ich versuchen, sie zu retten. Ich wollte zumindest irgendjemandem helfen. Und es gelang mir, obgleich ich fast dabei umkam. Und dann nahm ich eines ihrer Pferde und ritt davon. Wie ein beherzter Ritter. Ich werde das Grauen nie vergessen.
Es wird mich meinen Lebtag verfolgen. Das ist furchtbar. Wie konnte so etwas Schreckliches nur passieren? Nur Gott allein weiß, weshalb er so etwas zulässt. Ach, du armer Junge. Ich kann deinen Kummer wirklich verstehen, aber Gott trifft keine Schuld am Elend dieser Welt. Das ist das Werk von Satan und seinen Schergen. Das Werk von denjenigen, die von Raffgier, Neid und Stolz erfüllt sind. Du darfst deinen Glauben nicht verlieren, ganz gleich, was geschieht. Das Schicksal war meinem Gatten und mir auch nicht wohlgesonnen, das kannst du mir glauben. Obwohl, im Vergleich zu den Schrecknissen, die dir widerfahren sind. Ich war noch sehr jung, als ich geheiratet habe. Mein Vater wollte es so. Divish war viel älter als ich, aber als Frau muss man sich dem leider ergeben. Kurz nach der Hochzeit, noch bevor ich auch nur einen Blick auf Thalnberg werfen konnte, wurde die Feste gestürmt und mein Gatte ins Gefängnis gesperrt. Wirklich? Er hatte wohl irgendeinen Streit mit Herrn Havel-Medek von Waldeck und dieser beschloss, ihn gewaltsam zu schlichten. Er stürmte die Burg, steckte Privislavitz komplett in Brand und tötete viele unserer Männer. Sogar den alten Kämmerer. Er warf meinen Gatten in den Kerker und postierte dort seine eigene Garnison. Das ist abscheulich. Ich war gerade erst 18 Jahre alt und völlig plötzlich ganz allein mit Herrn Robert. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Wir gingen nach Prag, um den König und Divishs Freunde um Hilfe zu bitten, aber ohne jeglichen Erfolg. Jahrelang versuchten wir es. Doch es schien, als wäre ich zur Einsamkeit verdammt und mein Gatte dazu, in seiner eigenen Burg zu verrotten. Jahrelang, sagt ihr? 7 Jahre. Ja, so lange hat es gedauert, bis Havel zu einem Feind der Krone erklärt wurde. Und selbst dann weigerte er sich, die Burg aufzugeben und meinen Gatten freizulassen. Letzten Endes brachte ich das Lösegeld für ihn auf. Erst dann konnte ich, nur durch Gottes Gnade, endlich wieder in das Gesicht meines Gatten blicken, Heinrich. 7 Jahre. Und wurde Havel dafür bestraft? Nein, nie. Und nach diesen 7 Jahren kehrte mein armer Gatte als gebrechlicher alter Mann zu mir zurück. Herr Divish scheint ein guter, starker Mann zu sein. Ja, gewiss, doch leider hat er sehr viele Sorgen. Er musste Thalnberg wieder errichten. Nachdem er freigelassen wurde, ernannte ihn der König zum Burggrafen des Schlosses zu Prag. Er war sehr beschäftigt. Da war keine Zeit mehr für mich. Aber immerhin waren wir in der Stadt und da lief schon so einiges. Und nun sind wir hier. Herrin, ihr seid noch jung und wunderschön. Ihr habt eure besten Jahre noch vor euch. Wenn das bloß wahr wäre, Junge. Wenn das bloß wahr wäre. Aber weshalb belästige ich dich damit? Du hast genügend eigene Sorgen. Ich werde gehen und dich schlafen lassen. Das war eine schöne kleine Unterhaltung. Gute Nacht. Gott sei mit dir. Gute Nacht, Herrin. Ich dachte, sie baggert mich an. Weil in der Stadt, da lief schon einiges. Da kann ja auch einiges hier laufen. Übrigens weiß ich nicht, warum der Ton manchmal so laut ist und manchmal dann so leise. Es ist wirklich ein bisschen komisch abgemischt.
Heinrich, wach auf! Das willst du nicht verpassen. Was ist denn? Ist was passiert? Komm zum Wehrgang. Die Wachen melden, es wären Leute aus Scarlets auf dem Weg hierher. Hm? Niemals. Das sind doch bestimmt verkleidete Invasoren. Ah, da ist die Fackel. Wer ist da? Halte. Moment. Ach, halte 1 gedrückt. Wie, wer ist da? Hallo? Ich hab sicher was gehört. Natürlich hast du was gehört. Ich bin hier. Ich glaube kaum, dass da Leute von Scarlet kommen. Scarlets. Die wurden alle abgeschlachtet. Wer soll denn da kommen? Tut mir leid, dass ich dir den Weg gerade leuchte. Ah, ein höher. Kann ich eigentlich... Moment, ich muss mal ganz kurz was schauen. Spieleinstellungen, Untertitel, nein, Soundeinstellungen. Qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, veniat regnum tuum. Wie man sieht, ist das schon das Maximum. Und zwar gab es doch eine Optionen. Ich glaube, es gibt nur die Option, dass die Informationen bzw. diese Dialogsachen über den Personen hin und her schweben. Und das ist ja so eine richtige zittrige Angelegenheit. Ich finde, das ist nicht gut zum Lesen. Hey, du hast hier nichts zu suchen. Stell dich fort oder es setzt was. Ruhe, ich bin hier auf dem Weg zu keine Ahnung wo. Ja. Doveburg. Hey. Ich habe mich schon verlaufen. Kannst du mir vielleicht einfach sagen, wie es zum Wehrgang geht. Ich habe nichts gestohlen oder sonst irgendwas. Ich bin kein Verbrecher. Was denn? Ach, Junge. Ich hab dich gewarnt, du hast hier nichts verloren. Jetzt reicht's. Das wird teuer. Du wirst lernen, dass Verbrechen sich wollte nicht lohnen. Wollte mich veräppeln? Du machst einen großen Fehler. Wenn du wüsstest, wo du da hineingeraten bist. Ha! Das wird dir nicht viel nützen. Das ist zu viel. Zahlst du nicht? Soll das etwa alles sein? Junge! Ich war nur in einem Gebiet, wo ich nicht sein sollte. Lass mich! Hey, was zum Teufel? Wir sind zu wenige und nicht auf eine Belagerung vorbereitet. Aufgepasst! Wenn es Sigismund ist, seid auf das Schlimmste gefasst! Lasst euch nicht einschüchtern! Hey, du! Hört auf mein Kommando und alles wird Verbrechen verübt und wirst verhaftet! Ich warne dich! Ergib dich! Sigismunds Hunde vom Hörst du? Wird's bald! Aufgepasst! Du lungerst herum, wo du nichts zu suchen hast und ignorierst Warnung. So schnell wirst du... Hört auf mein Kommando und alles wird gut! Das reicht! Wie du willst, du Trottel! Ja, dann sperr mich ein. Ey, so ein Blödsinn. So ein Irrsinn. Ich will nur zu den Scheißzinnen und will... Was? Herr Divisch, großer... Geh schon.
Warum Dreckskerl? Ich bin aus dem Bereich sofort wieder rausgegangen. Was zum... Ja, am besten meckerst du mich gleich direkt wieder an, weil ich jetzt nicht hier rausgehen kann. Lass mich doch vorbei, danke. So, und jetzt gehen wir nochmal zu diesem dämlichen Wehrgang. Es ist unglaublich, was hier passiert. Es macht einen echt wahnsinnig. Dabei war ich schon hier dann auf dem richtigen Weg mal. Um hier hinzukommen. Traum.